Hallo Freunde, wir befinden uns heute in Essen im dortigen Segerothpark in der Nähe der Universität. Hier wurde erst im Jahr 2013 ein Einmannbunker aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Diesen wollen wir natürlich auch einmal entdecken, filmen und auch mehr über diesen erfahren. Bleibt also dran! Der Segerothpark in Essen beinhaltet nicht nur einen ehemaligen Friedhof, der heute stillgelegt ist, sondern auch den im Nordosten anschließenden jüdischen Friedhof, dieser der größte in Essen ist. Ein besonderer Fund wurde hier aber im Jahr 2013 gemacht, denn dort wurde der hier zu sehende Einmannbunker entdeckt. Diese Bunkeranlage wurde anschließend als erste in Essen dokumentierte Splitterschutzzelle unter Denkmalschutz gestellt. Der Bunker besteht aus Stahlbeton und erinnert in seiner Form an einen Zuckerhut. Sein Standort ist östlich der ehemaligen Krupp Werksbahn und der Rheinischen Eisenbahngesellschaft knapp außerhalb des Kruppschen Fabrikgeländes zu finden. Es wird vermutet, dass er zwischen 1939 und 1943 an der Bahnstrecke als Zufluchtsort bei Fliegerangriffen für Bahnbedienstete zur Verfügung stand. Die vier zu sehenden Seeschlitze dienten zur Beobachtung und zur Belüftung. Die Öse an der oberen Spitze des Bunkers wurde zum Transport genutzt. Einmannbunker sind selten gewordene Zeugen des Zweiten Weltkrieges. Es ist auch der erste Einmannbunker, den ich jemals gesehen habe. Doch für was waren diese kleinen Stahlkonstrukte gut? Da das Ruhrgebiet heftigen Bombenangriffen ausgesetzt war, existierten neben den Hochbunkern auch zahlreiche dieser Kleinstbunker. So auch auf dem Essener Stadtgebiet. Sie standen überall dort, wo einzelne Personen keine geeigneten Schutzräume während eines Luftangriffes vorfanden. Insbesondere am Rande großer Flächen, an militärischen Einrichtungen, Bahnanlagen oder auf dem Gelände großer Fabriken. Sie dienten dem Splitterschutz und zu einem gewissen Teil auch dem Trümmerschutz. Bei Tieffliegerbeschuss waren sie ein sicherer Zufluchtsort. Diese Bunker waren natürlich viel schneller zu erbauen und auch wesentlich materialsparender als große Hoch- oder Tiefbunker. Außerdem waren sie sehr flexibel einsetzbar und boten den entsprechenden Personen an den entsprechenden Orten immerhin einen gewissen Schutz vor Angriffen. Da ich ja eben schon bereits erwähnte, dass diese kleinen Bunker auch öfter an Bahnanlagen standen, um die entsprechenden Bahnbediensteten zu schützen, müsst ihr hier in der Nähe eigentlich noch eine Bahnstrecke oder zumindest Überreste einer Bahnlinie sein, oder? Und genauso ist es auch, wenn wir einmal hinter uns schauen, in Richtung Bäume und den dortigen Gebüschen und ein paar Meter in diese Richtung weitergehen, können wir etwas am Boden entdecken. Hier sind noch vereinzelt alte Schienenreste zu sehen. Vielleicht gab es früher auch noch weitere Bahnschienen an diesem Ort. Dazu habe ich aber zumindest vor Ort keine weiteren Anhaltspunkte mehr sehen oder entdecken können. Somit geht auch dieses kleine Kurzvideo zu Ende. Im nächsten Kurzvideo verweilen wir auch noch in Essen, denn dort entdecken wir eine Kriegsgräberstätte der ehemaligen Zeche Graf Beust. An dieser 99 russische Kriegsgefangene und ein deutscher Wachoffizier bei einem Fliegerangriff der Alliierten ums Leben kamen. Gerne dürft ihr meinen Kanal auch abonnieren, falls noch nicht getan. Denn somit verpasst ihr keine neuen Videos mehr von mir, die regelmäßig online kommen. Also, macht es gut und bis bald.